Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist endlich mal wieder am Start. Genauso wie eine kleine Runde. Hört so da. Let's build Viva Piñata. Es gibt einige Ankündigungen zu machen, deswegen wollen wir mal direkt starten in den Garten. Gartenladen. Small Feather. Garten betreten. Und zwar, habe ich jetzt, wie ihr wahrscheinlich nicht wisst, mein Let's Play zu Splinter Cell beendet. In einem fliegenden Piñata erhöht, auf einem, was weiß ich. Zu meinem Splinter Cell ist ja beendet, wie gesagt. Und da ist jetzt... Per Woll, es hat die Fresse, du hast was zu fressen gekriegt. Boah, das Geile bei Per Woll ist, 2 Stunden vor Fressenzeit fängst du schon an zu jammern. Dann ist, habe ich hier was, dann gebe ich hier was zu fressen. Dann hat sie gefressen, dann muss sie erstmal jeden anschnauzen und sagen, hier, ich habe es jetzt fertig gegessen. Dann, wenn sie fertig ist mit dem Anschnauzen, das was zu Ende gegessen hat, fängt sie an rumzujammern, dass sie aufs Klo muss, bis sie dann geschissen hat. Dann fängt sie an rumzujammern und zu sagen, hier, ich habe geschissen. Oh, das ist immer ganz schlimm bei ihr. Ich bin dein Held, die Hände sind geschlossen. Genau wie deine Augen, halt die Tränen fest verschlossen. Du hast es genossen. So, es ist ein bisschen... Ja, pass auf. Und zwar ist Splinter Cell beendet. Und jetzt ist die Frage, was mache ich als nächstes? Was kommt als nächstes? Habe ich mir jetzt überlegt, ich mache Splinter Cell jetzt jedes Mal auch so 15 Minuten Folgen oder 20 Minuten Folgen mache ich hieraus mal, würde ich sagen. Damit das mal nicht zu kurz kommt jetzt. Und, na super. Ja, ich weiß nicht, ob das euch so gefallen wurde. Jedenfalls wäre das so meine Idee. Ich würde jetzt sagen, okay, komm, machen wir das jetzt immer so. Und wir haben jetzt jeden Tag 15 Minuten Folgen. Ich hatte nämlich auch heute schon angefragt, sag mal, kannst du nicht mal mehrere Folgen machen? Oder jetzt mal ein bisschen öfters mal die Folgen rausknallen? Danke für diese Nachfrage, freut mich tierisch. Ja, ich mache das jetzt. Passt sehr, sehr gut, dass du mich das gefragt hast. Das heißt, es kommt jetzt jedes Mal etwas raus von Viva Piñata. Und letztens war mein Cousin hier und da habe ich gesagt, komm, jetzt müssen wir mal hier ein LPT halt so machen, weißt du? Scheiße da. Ein LPT mal machen. Da haben wir aufgenommen und gemacht und getan, weißt du? Und ja, blöderweise... Das ist so genial, ich hasse das. Raus da, du blödes Vieh. Kaum die Tür offen, schon rennen sie rein. Ein bisschen gemacht und getan, deswegen ist auch hier der Zaun sowas. Es ist jetzt alles verloren gegangen, deswegen ist das ein bisschen doof. Ihr könnt auch wieder nicht nachstellen oder sowas. Daher, ja. Wie ist denn das hier? Das gefällt mir aber gar nicht. Nein, das brauche ich. Dann nicht zupfen. Schütten. So, dann haben wir hier ein bisschen Rasen wieder reinmachen hier. Bist du bescheuert? Wie im Eisen der... Was bist du für ein Eichhörnchen? Du bist durch die Tür gerannt, du Vieh. Bist du Beschugge? Wie kannst du durch die Tür rennen? Es geht nicht. Auf damit. Da hinne, los. Das Problem ist, dass das ein Giftgarten ist. Das heißt... Ey, wenn du Scheißvieh dich nicht gleich hier hinbewegst, ne? Squizzle, mach nicht so eine Scheiße mit mir! Out of map oder was? Wo willst du? Ich verprügel dich gleich!
Hierhin. Irgendwas ist gerade buggy hier. Genau, jetzt verpiss dich endlich. Scheißkerl, jetzt verwundet. Des Weiteren ist noch eine neue Sache. Ich möchte jetzt gerne die ersten paar Namen hier mal verteilen. Die haben zwar nicht drum gebeten, das zu machen, aber ich möchte einfach mal aus Dank. Chico und Chica wissen wir ja, die machen wir so nicht. Ich werde jetzt einfach etwas rausnehmen und die danach benennen. Ohne jetzt groß zu sagen, ich benenne jetzt da, weil er jetzt zu zweit wichtig ist oder sowas. Deswegen nicht. Das Problem ist halt nur, dass ich zu jedem natürlich auch ein männliches Gegenstück nehmen muss. Sonst wäre es schwul, wenn ich zwei Männchen und zwei Männchen da habe und die dann halt, ja, ein Dächtel-Mächtel zusammen starten. Wäre nicht sehr sonderlich clever. Wichtige Infos. Dieser Squirtle bekommt jetzt den Namen. Wo habe ich sie denn? Ich habe sie mir jetzt aufgeschrieben. Der erste ist mein geschätzter Kollege und mein Blogschreiber, der Imperator. Der Impi, um genau zu sein. Ab sofort haben wir einen Impi hier. Wuhu, der ist auch sofort glücklich. Und was haben wir hier? Bunnycomb 4. Und hier haben wir Bunnycomb 3. Der andere besitzt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Der Bunnycomb. Achso, Vorsicht, falsch, warte. Menü, nein, nicht Menü. Info. Hab's gleich. Wichtige Infos. Dann möchte ich noch jemanden den Namen geben, der jetzt was Geiles gemacht hat, was ich so schnell gar nicht erwartet hätte. Und zwar hat er mich abonniert und er hat auch nachgefragt, ob ich dieses Let's Play etwas öfters machen kann. Und daher bekommst du jetzt von mir als Dankeschön, bekommst du jetzt hier einen Namen bei Viva Pinata. Woohoo! Freunde, komm auf, kannst jetzt einen Keksmann kaufen, Kollege. Sei gefälligst zufrieden und glücklich. So. Und jetzt haben wir noch einen Sparrow Mines. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir den ersten Squirtle. Einen Squirtle haben wir jedenfalls jetzt getauft. Ein Bunnycomb haben wir jetzt so getauft. Sparrowmind 1. Was? So zu Garten. Sparrowmind 1. Den drücken wir sinnlos an. Und werden jetzt den anderen, den ich jetzt noch hier habe, der dritte. Und zwar der liebe. Peluri LP, aber wir nennen jetzt einfach nur Peluri, weil der extrem schön, also er ist mit am meisten bei meinen Kommentaren immer zu sehen und dann denke ich mir, jetzt bedankst du dich einfach mal richtig und gibst ihm deinen Namen, guck mal hier, der Sparrowmind freut sich, ich hoffe du freust dich jetzt auch, super, da haben wir jetzt einen Impi, einen Kasim und einen Peluri hier rumgammeln und wenn ihr auch unbedingt mit dabei am Start sein wollt, dann schrottet es in die Kommentare und ich werde, gucken, was sich machen lässt. Seht ihr, wir haben hier noch schön Pets Trails am Start, zwei Stück. Zu jedem brauche ich halt ein Männchen, Weibchen. Also sprich, drei Männernamen sind schon verteilt. Fehlen noch drei Weibernamen für die jeweiligen Dinger. Und warum ich diesen Garten hier eigentlich angelegt habe, ist ein ganz einfacher Grund. Und zwar, wenn ich verkaufe, wie ihr es gerade gesehen habt, so eine Blüte gibt 100 Schokomünzen. Und die können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. So viel ist schon mal sicher. Und daher haben wir diesen Giftgarten überhaupt. Das Problem ist nur, ich wollte eigentlich dann hier mit normalen Zaun, damit auch nicht diese komischen Leofi und sowas dahin laufen können. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Den müssen wir gleich radikal wegrotzen. Den können wir nicht stehen lassen. Wie gesagt, die sind giftig. Dadurch werden unsere Pinatas halt extrem schnell krank. Und daher sofort weg. Ohne große Probleme. Jetzt haben wir natürlich haufenweise Kohle. Und daher gucken wir mal direkt im Dorf. Am besten hier bei Castolos Laden. Ich hatte auch versucht, weißt du, den meine Güte, du bist aber lange auf. Ja. Du sagst es. Ah, ich sehe gerade was. Ja. Das ist gut. Langgraspäckchen. Das wollte ich doch nur haben. Mehr wollte ich doch gar nicht haben. Das ist super. Und zwar
hatte ich eigentlich noch vorgehabt. Hier, so, hier, weißt du? Ja, mach mal. Hier, weißer Zaun. Und, schön hier so entlang und hier so entlang, weißt du? Das ist so schön Eingang da mit weißen Dingern hier. Aber ich kann das erst ab hier. Ja, oder gar nicht. Das ist doch relativ dumm, ist das doch. Das hasse ich komplett. Fräulein, du lächelst mir gerade ins Gesicht. Trotzdem würde ich dich jetzt nicht ans Bett schnallen. Weil du nicht gerade so eine gute Qualität bist. Wir haben eine Shelly-Blockade hier schon gekauft. Das heißt, es kommen keine bösen Shelly-Viecher mehr. Oh, warte mal. Das hat mir ganz gut gefallen hier. Was machen hier? Ornamentsteine. Ja, komm, mach. Das sind nur solche kleinen Dinger. Na, dann brauchen wir die nicht. Okay, belassen wir es einfach dabei. Ja, ich wollte eigentlich verschönern, wie gesagt. Das hat aber nicht so ganz funktioniert, wie ich es wollte. Für die Squazzles haben wir noch kein Heim, da wir jetzt nicht gerade... Ich kann es dir mal gerade zeigen. Wir sind relativ restlos ausgepowert. Wir haben keinen Platz mehr für sowas. Und, ja, was ist eigentlich noch so passiert? Wie gesagt, ich habe hier so ein bisschen rumgebastelt. Das jetzt hier halt hingemacht. Den Boden ein bisschen. Weißt du, was ich mal machen könnte? Ich könnte jetzt, so eine kleine Wiese mal anlegen. Hier hinten lege ich mal so eine kleine Wiese an, damit ich das auch mal gezeigt habe. Wo haben wir es denn? Hier. Wie kann ich denn... Wie kann ich... Schütten. Aber ich wollte jetzt... Ich wollte doch jetzt den Samen, Rasen, große Rasen mäßig machen. Also da ist das, das ist das. Ah, muss nochmal Pfeiltaste rechts drücken. Okay. Dann können wir mal hier schütten. Jetzt haben wir hier schön ein bisschen hoch. Du Scheißdrecksvieh, dafür müssen wir auch unbedingt noch was. Verpiss dich. Geh weg. Keiner mag dich, wirklich nicht. Soweit ich weiß, kann man diese auch gefangen nehmen. Ich muss nur noch, ich glaube, die müssen einen töten oder sowas. Und dann verwandeln sie sich auch zu einem Bewohner. Und dann kannst du noch was, irgendwas Spezielles machen, dass sie zu was anderem werden. Da werden wir uns nochmal genauer mal beschäftigen später mit. So, wir werden mal hier ein bisschen mal Rasen hier hin machen, damit sie sich mal ein bisschen verstecken können. Weil der Rasen hat auch noch später eine spezielle Bedeutung in der Art und Weise. Das brauchen wir nämlich, um ein bestimmtes Pinata hier reinzubekommen. Daher werde ich jetzt mal ein bisschen Gras hier verteilen. Und das Ding legen wir mal direkt hier hin. Gut, das haben wir auch erledigt. So, was noch ist so geil. Ich gucke gerade auf einen 37 Zoll Computerbildschirm. Und mein alter Fernseher wurde repariert. Und meine Schwester hat jetzt den Fernseher von meinen Eltern bekommen, einen riesengroßen. Da ich schon einen riesengroßen hier stehen habe, brauchte ich also keinen weiteren Fernseher mehr. Na gut, brauchst du einen besseren Bildschirm. Und jetzt habe ich einen dicken 37 Zoll Fernseher bildschirmmäßig hier stehen. Gar nicht, wo ich zuerst gucken soll. Problem ist, ich weiß auch noch gar nicht, was ich jetzt zuerst machen soll. Als nächstes. Wir müssen warten, bis Sidos wiederkommt. Damit er uns mal ein paar neue Pflanzen gibt, die wir dann, ja, benutzen können, um unseren Rang zu erhöhen. Oh, das müssen wir auch unbedingt zerstören hier. Faule Dinger brauchen wir gar nicht.
So, da haben wir eine Motte. Spinner haben wir auch noch nicht reinbekommen. Ich wüsste jetzt nicht, was man dafür machen sollte. Eine scheiß Butterfly haben wir hier. Braucht keinen Arsch.